Hallo meine lieben Freunde, es ist Dienstag, 20. Juli 2021. Ich bin hier an der Stadtbahnhaltestelle Heidegärten. Da hinten in der Ferne sieht man noch die Haltestelle Kattenkamp. Warum ich heute hier bin? Ich habe gestern Abend auf YouTube ein Video gesehen von einem YouTuber mit dem Namen Der Bielefelder. Und der hat dort gezeigt, dass es an dieser Haltestelle Heidegärten eine blinkende Anzeige gibt, die besagt, dass bald oder gleich die Bahn in Richtung Innenstadt kommt. Die war wohl früher immer dafür gedacht, dass die Leute, die hier in der Gegend wohnen, halt an dem Blinken sehen, oh, beeil dich, die Bahn kommt gleich. Damals war der Takt bestimmt noch nicht so eng wie heute, denn ehrlich gesagt, es ist ja im Moment ein 10-Minuten-Takt tagsüber, da verstehe ich den Sinn einer solchen Anlage nicht so ganz. Selbst wenn man die Bahn gerade verpasst hat, gut, dann wartet man halt ein paar Minuten und nach 10 Minuten kommt die nächste. Da geht die Welt ja meistens nicht von unter. Und in diesem Video wurde diese Anlage gezeigt, aber die frühere Version, wie es früher ausgesehen hat. Und im Video-Beschreibungstext stand, dass das jetzt durch eine neue Variante ersetzt worden ist, die aber in dem Video nicht zu sehen war. Und da dachte ich mir, ich mache einen kleinen Spaziergang und zeige die neue Version. Und da sind wir schon. Haltestelle Heidegärten, Stadtbahn kommt. Wie gesagt, in dem Video von dem YouTuber Der Bielefelder könnt ihr sehen, wie das Ganze früher ausgesehen hat. Und so sieht es jetzt aus. Ja, fehlt nur noch eine Bahn, damit wir das Ganze blinkend in Aktion sehen. Die Bahn ist jetzt weitergefahren, da hinten zur Endhaltestelle Schildersche. An der Gesamtschule, die soll ja auch abgerissen, neu gebaut oder umgebaut oder irgendwas werden. Irgendwas habe ich da gelesen. Dieses Schild, Stadtbahn kommt, ist auch nur auf dieser Seite hier. Auf der anderen Seite ist keines. Gut, warten wir mal einen kleinen Moment. Wenn gleich die Bahn kommt, zeige ich euch, wie es blinkt. Ich bin jetzt nicht der größte Stadtbahnexperte, aber wenn ich das richtig weiß, dann war die Linie 1 auch die erste, die damals gebaut wurde. So, da blinkt es. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt in dem Video erkennt, aber es blinkt. Ich hoffe, man sieht es halbwegs. Abends im Dunkeln sieht man es bestimmt besser. Und es blinkt, weil da hinten die Bahn in Richtung Innenstadt kommt. Ja, jetzt sitze ich drin in der Bahn. Es kam gerade sogar wirklich eine Frau angelaufen, die wahrscheinlich wirklich gesehen hat, dass das Licht blinkt und deswegen sich beeilt hat, die Bahn noch zu erwischen. Also das Schild scheint wirklich seine Schuldigkeit zu tun und zu funktionieren. Was ich gerade sagte, die Linie 1 ist, soviel ich weiß, die älteste Bahnlinie hier von der Innenstadt raus in Richtung Schildersche. Das hat auch zur Folge, dass hier in diesem Bereich Kattenkamp, Heidegärten, die beiden Fahrspuren sehr nah beieinander liegen und auch wenig Platz links und rechts ist. Was zur Folge hat, dass die Bahnhofszüge hier noch nicht fahren können, weil einfach zu wenig Platz ist, als dass die aneinander vorbeifahren könnten. Da muss also erst noch umgebaut werden.